Dachte kurz, du wärst gestorben. Ja, fast innerlich, ja. Da war mein Rücken drauf. Echt? Okay, gruselig, ey. Richtig gruselig. Na, 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 da, 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 da. Junge! Und dann grinst sie mich noch so blöde an, die alte Schnatterine. Oh, was ist das denn, ey? Mütter sind gefährlich. Eltern sind einfach richtig gefährlich. Passen Sie doch auf, wo Sie hingehen! Jesus Christ, die Jugend von heute! Alter! Ey, du hättest mich gerade mit 400 km/h mit deinem scheiß Neugeborenen erschlagen. Und dann sagst du die Jugend von heute? Mann, ey. Wer ist das hier? Ha? Kann ich dich auch mitnehmen und verkaufen? Hey, tauschen Sie? Haben Sie Bock? Hast du Bock? Willst du mit? Willst du gegen die Xbox getauscht werden? Nicht, okay. Finde ich auch ein bisschen unverantwortlich, dass es hier total stürmisch und kalt ist und ihr Kind hat einfach nur Unterwäsche an. Finde ich nicht gut. Das melde ich. Das melde ich dem Jugendamt. Der arme Kleine. Ja, finde ich auch. Tritt gegen den Kinderwagen! Ja. Das nennt sich Windel. Ja, ich weiß, aber der braucht auch ein Oberteil, oder nicht? Der braucht einen kleinen Babypullover oder so. Huch. Der beobachtet uns schon wieder, ne? Der kriegt gleich eine Kopfnuss von mir, wenn er so weitermacht. Senpai! Senpai! Krieg ich eine Gehaltserhöhung? Senpai? Senpai? Ah, da. Du bist wirklich Luft für mich. Und du? Heute ist deine erste Stuhlschicht. Ich habe eine Frage. Achso, das sage ich wieder. Woher kommen die Fußschritte? Alter, spukt es hier? Warum ist die Tür gerade zugegangen? Ich habe eine Frage. Kommen nach seltsame Kunden? Ja, manchmal schon. Lass dich von ihnen nicht ablenken. Konzentriere dich auf deine Arbeit. Ich gebe dir eine Menge zu tun. Ich fürchte, jemand stalkt mich. Du willst mir weismachen, dass jemand an einer wie dir interessiert ist? Ich komme dir zu Hilfe geflogen, wenn was passiert. Hahaha. Du Arschloch! Jetzt hau ich dir eine rein, Alter. Jetzt reicht's mir. Komm her. Komm her! Steig aus! Sofort! Oh, was? Was? Senpai? Oh! Das tut doch weh! Was tust du denn? Senpai, nimm mich mit! Nimm mich mit, Senpai! Senpai, nimm mich mit! Ich will das nicht! Was zum Teufel ist hier los? Was stimmt nicht mit deinem Auto, Senpai? Wir wären dieser Hölle fast entkommen. So! Hallo! Geht's euch gut, Mädels? Wen haben wir denn hier, hm? Sorry, ich gehe auf Toilette. Kannst du ein Macchiato für mich bestellen? Okay. Und ich nehme eine Zimtschnecke, Churros und einen Becher Kaffee mit Schlagsahne. Du willst so viel essen? Kein Wunder, dass du so dick geworden bist. Wow, what the fuck, Alter. Wie reden die miteinander? Seid ihr getrennt? Zusammen ist okay. Und ich nehme einen Matcha Chilla Puchappuccino. Oh, Chilla Chappa Chippy Chappuccino? Das kann nicht dein Ernst sein! Hast du eine Ahnung, wie kalt es ist? Ich werde es überleben. Was wollte Mari nochmal? Wollte sie nicht einen Macchiato? Du meinst einen Chilla Chippa Chippuccino? Sie wird sich noch erkälten! Nein, wird sie nicht? Weißt du, mir würde es nichts ausmachen, aber Mari schon. Du hast nicht mitbekommen, was ich vorhin gesagt habe, oder? Was denn? Ein Karamell Macchiato heiß, bitte. Alles klar, ein heißer Karamell Macchiato. Ich glaube, ich bin gerade mit den Stimmen schon wieder durcheinander gekommen. Ich finde das voll unübersichtlich, wer da was sagt. Das überfordert mich ein bisschen. Matcha Chilla Puccino. Matcha Chappuccino. Okay. Eis, Milch. Schlagsahne. Matcha. Da, da, da. Lecker. Ja!
Was ist das denn? Was haben wir hier, ein Lineal? Haja! Ich würde damit voll auf die Tischkante schlagen. Was ist das? Ein Foto, ach so. Ich dachte, wir haben so ein Lineal in der Hand. Mann, mach doch das Foto weg. Erdbeersahnerolle. Erdbeersahnerolle. Da. Und was noch? Erdbeerchuro. Bitte. Bitteschön. Kaffee und Schlagsahne. Kriege ich hin. Bitte. Nein, warum hier? Nein, warum hier? Nein. Nein, warum? Und wieso schauen die mich an? Könnt ihr bitte in Ruhe euren Kaffee trinken? Ist das wieder er? Und da hinten glitscht noch einer. Hallo? Hi. Das ist aber nicht der von gestern, oder? Dem hau ich richtig eine rein, komm. Der kriegt jetzt eins mit der Grillzange. Latte bitte. Eine Latte. Das macht dann 370 Yen. 370 Yen, also 4, 5, 6, 7 und einmal 100. 1, 2, huch! 2 mal 100 Yen macht dann 270 Yen. Ah, ich hab nicht genug. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Ich zahle den Rest, aber sei stets ein barmherziger Samariter. Das hat mir mein Vater immer gesagt. Es ist kalt heute. Holen Sie sich also was Warmes, ja? Für jemanden wie mich? Nicht der Rede wert. Gott sei Dank. Ach übrigens, haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Geister gesehen? Nein? Verstehe. Dann wird Ihnen nichts passieren. Okay. Was ist denn mit den Kunden? Was sollte das denn? Keine Ahnung. Muss der Stress der Armut sein, armer Kerl. Haha, kapiert? Entschuldigung. Das ist schon ein bisschen mein Humor, muss ich gestehen. Ich nehme ein Vanillalatte. Oh, haben die sich lieb? Aber der kommt dem ganz schön nah, ne? Junger Herr, ne? Also wenn Sie sich von dem Mann dort drüben genötigt fühlen, ne? Dann können Sie mir das gerne sagen. Gerne auch per Handzeichen. Ne? Also da kauft er dem eine Latte oder sowas und dann denkt er direkt, dass er sich von hinten nähern kann. Ich behalte dich im Auge, Kumpel. Sie sagen bitte was, wenn Sie sich unwohl fühlen. Vanillalatte. Und Latte. Okay. Der ist schon fertig. Gucke mal. Da! Sorry. Bitteschön. Und dann Vanille. Wartet, 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 bevor ich da jetzt wieder das Falsche reinmache. Vanillesirup. Sirup. Vanillesirup. Das war's, ne? Bitteschön. Ja, geh mal besser. Wo ist denn der andere? Wo ist denn der andere hin? Ist der schon weg? Oh, wir sind schon fertig. Hier spukt es doch. Warum geht die Tür immer zu? Bitte keine Fotos. Bitte keine Fotos. So. Bitte kein spooky Shit. Darauf bin ich nicht vorbereitet. Jawohl. Woher kommt das Geräusch? Toilettengeist, bist du es? Oh! Der Drive-In ist geschlossen. Bitte gehen Sie. Der Drive-In ist geschlossen. Bitte gehen Sie. Der will nicht hören, wa? Naja. Willst du Stress? Ha, Kumpel? Willst du Stress? Wo ist er hin? Der weiß, was gut für ihn ist. Gruseliger Text. Der Tag, an dem wir uns das erste Mal trafen. Ja, bei Chillers. Da hat sie mich angelächelt, wie eine Blume. Nur an sie zu denken, lässt mein Herz schneller schlagen. So etwas habe ich noch nie gefühlt. Ich frage mich, ob sie auch anderen ein Lächeln auf die Lippen zaubert, so wie sie es bei mir tut. Ach, danke schön. Das Kompliment nehme ich gerne. Schön, haben wir wieder eine Nacht überstanden. Was ist das? Ein Apfel?
Und da liegt eine Bratwurst und ein Schraubenzieher in einem Foto. Aber wehe, das ist von mir, ne? Ist das immer die Ansicht von unserem Stalker? Ich dachte immer erst, es ist unsere Ansicht. Wohnung verlassen, noch warten. Können wir da durchschauen? Können wir durch den Spion schauen? Oh, es schneit! Es schneit! Es schneit! Kommt alle aus dem Haus! Die Welt, ich komme nicht durch das Treppenhaus. Die Welt sieht wie bepudert aus. Fucking Treppenhaus! Keine Überraschung diesmal. Oh, ich hätte jetzt so Bock auf Schnee. Also nicht draußen, sondern wirklich einfach in meiner Wohnung. Das Auto springt nicht an. Ich muss den Bus nehmen. Ah, wie ein Geringverdiener. Wo muss ich raus? Hallo? 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 Ah, hier. So, nehmen wir den Bus. Geht das auch schneller? Ich muss zur Arbeit, ne? Huch, was hat der denn? Okay, weiter, weiter, weiter. Ich muss zur Arbeit. Komm. Huch, was ist denn jetzt los? Was denn? Was denn? Was denn? Hallo? Hi, ich bin Tora. Wollen Sie eine Autogrammkarte? Haben Sie da einen Cowboyhut? Darf ich den haben? Nicht? Okay, voll unhöflich. Können wir hier raus? Oh, ja. Hä, nur zwei Stationen? Oh, ah, meine Ohren. Bin ich hier richtig? Nein, komm zurück! Nein, komm zurück! Das war die falsche Haltestelle! Oh nein, wir sind wirklich da. Okay. Senpai, heute bin ich pünktlich. Ich habe den Bus genommen. Hier! Senpai? Senpai! Mach auf! Hä, wo ist der Sack denn? Wollen wir dem mal seine Reifen zerkratzen? Ups. Da muss er wohl nach Hause laufen. Senpai! 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 Wo ist der denn? Nein, ich bin nicht die andere. Ich will arbeiten. Senpai, bist du auf Klo? Oh, er ist wirklich auf Klo. Mit Maske? Das ist ja widerlich. Ah! Warum? Scheiße, hast du mich erschreckt, ey. Lass mich in Ruhe, wenn ich auf Toilette bin. Haben wir den gerade echt auf Toilette gestellt? Gott verdammt nochmal. Mach dich an die Arbeit. Okay, huch. Senpai. Beruhig dich. Oh, nee. Senpai? Senpai? Oh Mann, ey, was willst du denn? Mach mal dein Auto aus. Karamell Macchiato. Alter, ist das laut. Junge, mach den Motor aus. So, Nummer 1. Zap, zarab. Hier, Karamell. Karamell. Zack. Und jetzt verpiss dich. Macht so die Scheiße hier. Huch. Also, wenn sie was wollen, können sie gerne hierher kommen. Alter, das ist so seltsam, ey. Aber das ist nicht der gleiche, oder? Oh, mein Tablett. So. Ich hätte gern ein Matcha Latte. Und eine von diesen Waffeln nehme ich auch. Ein Matcha Latte und eine Waffel. Genau. Der Matcha Latte und die Waffeln hier sind köstlich. Die beiden nehme ich immer. Freut mich, dass es Ihnen schmeckt. Nein, ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich anbieten. Nein, das ist die Mama von dem von vorhin. Die kommt, um uns mit ihrem Latschen zu schlagen, Alter. Mein Sohn mag sie auch. Sind Sie alleine? Ich gebe Ihnen das hier, wenn Sie möchten. Dieses Rosenkranzarmband soll das Böse abhalten. Sie sollten das behalten. Ich habe es von einer Werbesendung im Fernsehen. Sie haben es in höchsten Tönen gelobt. Können Sie das glauben? Für nur 9.900 Yen? Oh, das ist schon in Ordnung.
Heutzutage kann man Kinder leicht alles mit dem Handy kaufen. Echt praktisch. Nur ein paar Knopfdrücke entfernt. Haha. Pfefferspray wäre besser gewesen. Ja. Oh. Cool, danke. Matcha Latte. Tada. Tada. Wir sind noch nicht gestorben. Also sind wir wirklich nicht, aber das ist ja hier mal voll der Flex. Zack. Waffel. Die esse ich so gerne. Mit meinem Rosenkranz. Bitte. Die Kunden habe ich am liebsten, die einfach abhauen und mir noch Sachen schenken. Danke für den Rosenkranz, danke! Können wir jetzt gehen? Oh, hallo! Ihre Stiefel sind höher als meine Lebenserwartung. Schwester, du bist echt süß! Kann es sein, dass du ein Model oder so bist? Ja! Ja, schön, dass Sie es erkannt haben. Ja, ich bin ein Model. Nein, eigentlich nicht. Was für eine Verschwendung. Entschuldige, aber du solltest echt von deinem Style Gebrauch machen. Soll ich dich an meine Agentur vermitteln? Gib mir deine Nummer. Sorry, ich glaube, das ist nichts für mich. Verstehe. Mir egal, wenn du es bereust. Ich nehme einen Salted Caramel Mokka, bitte. Alter, warum wollen immer alle meine Handynummer abgreifen? Hier, bitte. Tschüss! Tschüss! Komm nie wieder! Was macht ihr denn da? Wie geil! Ja, los, zeig's ihn! Zeig's ihn! Yo! Du kannst es! Du kannst es! Geht's dir gut? Oh, ja. Hey, es ist echt heiß heute. Ich nehme einen Karamell-Chiller-Puccino. Könnten Sie sich bitte was anziehen? Kommen Sie schon, ich bleib nicht lange. Wäre es nicht ein Desaster, wenn sich ein Kunde erkälten würde? Was? Machen Sie sich Sorgen um mich? Danke, aber es ist echt heiß heute. Oh, nein, bleib so, bitte. Doch, das ist genau andersrum. Kein Hemd, keine Schuhe, extra Service. Was? Es ist im einstelligen Bereich. Es wird noch kälter. Jetzt? Meine Kleidung ist zu Hause. Dann sollten Sie nach Hause gehen. Nein, komm wieder. Nein, komm wieder! Bitte! Lass mich nicht allein!